Zu viele Flüchtlinge im Land. Bei der Asylpolitik muss dringend gehandelt werden. So sieht das ein Großteil der Deutschen. Und darum ringen ab heute Bund und Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Wichtigstes Thema dabei, illegale Migration eindämmen. Allerdings gibt es zwischen Ampelparteien und Opposition da noch immer verschiedene Vorstellungen, was die richtigen Mittel sind. Die Union drängt auf konkrete Beschlüsse, zum Beispiel, ob es künftig eine Obergrenze geben soll und wie die Kosten aufgeteilt werden. Viele Gemeinden sind am Limit. Michael Stolze hat genug und wirft hin. Der Bürgermeister von Markt Schwaben soll 120 Flüchtlinge unterbringen. Dass die Unterkunft gebaut werde, teilte er seiner Gemeinde mit und bekam Reaktionen, wo er sich dann sagte, macht doch euren Mist alleine. Wir haben ja bereits Flüchtlinge hier in Markt Schwaben. Also es war nicht neu, dieses Thema. Deswegen bin ich vielleicht auch zu blauäugig rangegangen, um noch eben weitere 120 Menschen hier aufzunehmen. Aber tatsächlich hat sich relativ schnell gezeigt, dass eben der Ton dann doch rau, respektlos, Anstand hat man komplett vermisst. Und das ist schon was, was mich dann am Ende auch wirklich erschreckt hat. Die Migrationspolitik der Bundesregierung erhitzt die Gemüter. Bürgermeister und Landräte sehen häufig die Belastungsgrenze erreicht. Im November hatten Bund und Länder zuletzt die Einführung einer Bezahlkarte beschlossen. Doch von einem einheitlichen Standard ist man weit entfernt, weil Uneinigkeit darüber herrscht, inwieweit die Gesetze dafür geändert werden müssen. Heute auf der Ministerpräsidentenkonferenz wird auch 2 Stunden der Kanzler in der hessischen Landesvertretung in Berlin dabei sein. Scholz wird mit Zahlen konfrontiert, wie viele Menschen kann Deutschland aufnehmen oder vielleicht will es aufnehmen. Auf der Straße will man durchaus auch anders diskutieren. Flüchtlinge, die sich hier integrieren wollen, ganz herzlich willkommen. Ich habe selber vermietet an Flüchtlinge. Wenn sie sich aber strafbar machen und sich nicht an unsere Regeln halten, dann finde ich, sollte man sie auch wieder abschieben können. Ich denke, es geht halt nur bis zu einer bestimmten Zahl und ja, es muss wie gesagt alles finanziert werden. Das ist halt sehr schwierig. Ich bin natürlich immer noch dafür, dass wir Flüchtlinge aufnehmen, aber es sollte natürlich eine Grenze haben. Also unendlich ist auch nicht gut. 2023 gab es 329.000 Erstanträge, ein Plus zum Vorjahr von 50%. Dabei sind die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nicht mit eingerechnet. Der NRW-Ministerpräsident Wüst stellt fest, aber unsere Systeme ächzen. Knapp die Hälfte der Menschen, die zu uns kommen, haben kein dauerhaftes Recht, hier zu sein. Wüst findet den Vorschlag des sächsischen CDU-Ministerpräsidenten diskussionswürdig. Michael Kretschmer meint, 50 oder 60.000 Flüchtlinge pro Jahr, mehr können das erstmal für die nächsten Jahre nicht sein, weil wir so eine große Integrationsanstrengung haben. Bis 2030 will Kretschmer diese Zahl festschreiben. Diskutieren wollen die Länderchefs auch mit dem Kanzler darüber, welche Länder als sichere Herkunftsstaaten gelten und ob Asylanträge in Staaten außerhalb Europas bearbeitet werden sollen.